Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Graveyard Keeper. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir ja alles dran gegeben, unser Abendessen schon mal vorzubereiten. Es ist auch zur Hälfte schon mal hier, ihr seht, es ist am Machen. Dann haben wir angefangen, unser Friedhof noch ein bisschen mehr auszubauen. Wir wollen eine große Kathedrale bauen. Dazu brauchen wir aber noch viel, viel, viel mehr Leichen, die wir in die Erde stecken können. Was wir demnächst dann auch machen. Ja. Diese Folge tun wir also. Das Abendessen wahrscheinlich beenden. Wir wollen da ein bisschen vorankommen. Wir wollen ein paar mehr Leichen in die Erde klatschen. Das werde ich auch noch so vorantreiben lassen. Sagen wir lassen. Ich will schon mal vorbereiten einige Dinge. Ja. Wir wollen vorbereitet sein. Wenn wir ein bisschen Zeit über haben, müssen wir die natürlich gleich nutzen. Und ja, ich wollte das hier einfach mal weg. Zerstören. Haben wir das auch noch nicht beendet? Ah, danke. Guck mal, haben einen Glaube bekommen. Wir brauchen ein bisschen mehr Glaube. Ist hier noch mehr drin? Nein. Blöd. Aber Blut. Sehr schön. Ich hole mir mal mehr Glaube, weil ich wollte, bevor ich die Sachen zerstöre, wollte ich doch tatsächlich mir die Punkte rausziehen lassen. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir haben ja hier noch Glaube. Das müsste eigentlich funktionieren. Guck mal, und wenn wir schon dabei sind, können wir das auch direkt mitnehmen. Okay, das Blut passt jetzt nicht mehr rein. Egal. 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 Egal, Leute. Das Fett können wir hier lagern. Egal. Ich bin so glücklich, wenn ich dieses Spiel spiele. Und ich habe gesehen, ihr seid wirklich schon sehr, sehr viel in die Zukunft gereist. Wie ist es denn da? Erzählt doch mal. Wie lebt man sich in der Zukunft? Dürft ihr wieder frei sein? Dürft ihr wieder rausgehen? Ah. Warum habe ich zwei dieser Tische? Warum kann ich nicht einen einfach wieder entfernen? Ich weiß nicht. Holzmarkierung. Ja. Ja. Jetzt entfernen wir das aber. Zerstören. Weg damit. Ach, guck mal, wir haben hier Papier. Das könnten wir natürlich rübertragen. Gar nicht so dumm. Ich mache nur meine Energie hier weg, wenn ich sowieso hier stehe. Kann ja wohl ein bisschen arbeiten. Wenn wir gerade richtig Zeit haben, dann müssen wir auch ein bisschen. Man kommt hier nämlich einfach nicht hinterher. So eine Aufräumarbeit mal zu machen. Sollte man aber mal. So. Machen wir noch ein paar Papiernachschübe. Unsere Energie ist sowieso gleich null. Einmal können wir noch. Vielleicht noch zweimal? Ja, das reicht. Die andere Haut stecken wir dann erstmal hier rein. Plus das möchte ich eigentlich auch da drin haben. Geht nicht. Ja, egal. Nach Hause. Dann können wir das Papier hier wieder reinlagern.
Das können wir rausnehmen. Den Totenschädel, ja, den werde ich auch gleich mal. Packe ich den erstmal da rein. Eine neue Leiche. Oh, wie ich mich freue. Eine neue Leiche ist wie ein neuer Anfang. Ba, 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 ba. Wir haben keine Scheiße. Ja, wir holen einfach die Leiche erstmal. Wer weiß, vielleicht ist sie uns ja doch zu schlecht. Ich will ja nicht die schlechtesten nehmen. Ich will ja eigentlich ganz gutes Fleisch nehmen. Aber das ist halt mein Perfektionismus. Vielleicht sollten wir auch einfach alles erstmal reinknallen. So Scheiß auf irgendwas. Wir schmeißen einfach alles in den Top rein. Da mache ich ja auch erstmal. Ja, der eine Punkt. Der eine Punkt. Rein mit dir. Mama, ich will noch mal was gucken. Den Zaun reparieren. Wir brauchen Nägel, Steine und Holzplanken. Nägel, Steine und Holzplanken. Hab keine Ahnung, wie viele. Wir machen einfach welche. Wieder so viel Energie verbraten. Aber der Gärtner Bowie, der kümmert sich schon um die Sachen. Wir glauben an unseren Gärtner Bowie. Der macht das schon. Wenn wir hier Unfug machen. Nägel brauchen wir noch. Nägel, Steine und... Dann können wir den Zaun reparieren. Das wäre schon mal ganz schön. Da gibt es nämlich auch ein bisschen Punkte für. Brauchen wir auch noch. Und Nägel. Ich darf Nägel nicht vergessen. Wir machen jetzt von allen zwei erstmal. Kann ich eins nämlich in diesen Dinger da packen. Okay. Oh nein. Hey. Oh, kein Platz mehr. Frechheit. So. Ich brauche noch Nägel. Und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Aufgrund meines großen Gehirns habe ich zu viel Wissen in meinem Kopf und deswegen vergesse ich ziemlich viele Dinge. Es liegt daran, dass ich ein ausgesprochen großes Gehirn habe, was ausgesprochen schon überlastet ist. Das heißt aber nicht, dass ich dumm bin, sondern das Gegenteil. Dass ich einfach schon zu viel gelernt habe und mein Körper sich weigert, Sachen noch aufzunehmen, weil er sagt, ey, Niago, du bist viel zu klug für die Welt. Hör auf.
stopfe dein Gehirn nicht noch mehr mit Sachen voll. Und ich so, ja, ich weiß ja, aber diese Info müsstest du noch aufnehmen. Und er so, nein, ich habe schon zu viel Wissen. Also es liegt nicht daran, dass ich dumm bin, sondern dass ich einfach zu klug bin. Habt ihr das verstanden? Also, ich hoffe, ihr glaubt daran. Wehe, ihr glaubt daran nicht. Also, wehe. Dann schreie ich euch wieder an. Dann glaubt ihr schon dran. Weil ihr wisst ja, der schreit, hat immer recht. Mir wurde das so beigebracht. Der schreit, hat immer recht. Nochmal wiederholen. Der schreit, hat immer recht. Der schreit, hat immer recht. Ja, und ich bin die schreit. Also habe ich immer recht. Außer die Kinder da im Hintergrund. Mit denen ich momentan eine WG teile. Also nicht mit den Kindern, sondern deren Eltern. Die schreien auch immer. Die haben auch immer recht. Die kriegen fast auch immer recht. Deswegen schreien sie auch. Mir wurde das auch so beigebracht. Das ist auch voll in Ordnung, die Erziehung. Kinder, die schreien, sollte man immer alles geben. Dann wären das irgendwann so ganz hohe Tier. So Manager. Weil die schreien ja auch immer. Die müssen das ja von Anfang an so gelernt haben. Und wenn man seine Kinder verzieht, dann passiert das automatisiert. Werden die irgendwann... Die kommen bei einer Arbeitsstelle und sagen, ich bewerbe mich hier als Manager. Und der so, sind sie denn geeignet als Manager? Und der so, natürlich bin ich geeignet. Und dann werden die eingestellt. Ja, ja. So. Warum bin ich kein Manager? Scheiße. Scheibenkleister. Ich müsste auch mich irgendwo bewerben und dann erstmal die Leute anschreien. Dann sehen die, dass ich als Leiter... Ja, das mache ich. Aber so als Manager ist man ja auch ziemlich überlastet, oder? Also, wollt ihr Manager sein? Ich würde gerne mit einem Manager zusammen sein. Oh, das ist so gemein. Ja. Aber ich bin so, ich bin menschlich so... Tu nicht gut? Ich bin eher so, tu nicht gut. Also ich gehe nicht so gerne regelmäßig arbeiten. Ich habe ja auch eine Arbeit, wo ich immer nur hin muss, wenn viel los ist. Dann kriege ich immer den ganzen Stress ab, aber das ist super. Das gefällt mir davon. Guck mal. Sieht auch schon schön aus, oder? Warte mal, ich will jetzt die Löcher nicht ausgraben. Wir brauchen zwei... Ah, hier war ja noch was. Den Zaun reparieren. Guck mal. Bim, bing. Einen hübschen Zaun. Kann ich nochmal Steinumrandung? Guck mal, da... Pff. Oh Gott, ey. Kann ich nicht einfach Blumenbeete bauen? Oh, guck mal, die lassen sich gar nicht überall hinpflanzen. Blöd. Sagen wir mal, wir kriegen hier 6 bis 5. Dann heißt es 120. Brauchen wir noch 80. 16 quasi. 14. 14. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, 0. So, wenn ich das jetzt voll kriege, dann müsste ich eigentlich meine 200 haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Leichen brauchen wir noch. 17 Leichen. 17 Umrandungen. 17. Ah, wir haben keine Karotten mehr. Wir brauchen Karotten, 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 Karotten! Karotten. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Wir können hier weitermachen. Hallo. So.
Hier sind die Karotten, die ich brauche. Das sind gar nicht so viele. Wir brauchen mal wieder welche. Da sind die Kürbisse, die ich brauche. Ich gehe mal hin und sage ihm, hey, Karotten. Es pflanzt da wieder ein paar Karotten an. Wir brauchen 17 Leichen. Aber jetzt machen wir erstmal das Essen. Gucken wir erstmal. Oh, ich brauche noch Mehl. Oh, immer dieses Heckmeck. Kann ich das nicht auch hier machen? Ich glaube schon. Mehl. Hier. Plülülü. Ich mache einfach Mehl. Ich lege mich nochmal schlafen. Tülülü. Jetzt machen wir die großen... Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben das eine gar nicht gekauft, oder? Wir hätten noch das eine kaufen müssen. Ja, wir machen jetzt immer den Mehl. Erstmal alles machen. Da reinstopfen. Reste. So, dann brauchen wir Gebäckteig. Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir brauchen. Guck mal, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Wenn ich das jetzt hier ein... Wir brauchen 5. Hä, warum haben wir so viel vorbereitet? Sind wir... Hey, ich weiß, wir sind wieder so ein bisschen... Ich hätte gar nicht so viel machen müssen. Wäre alles okay gewesen. Ja. Ich habe schon wieder viel zu viel gekauft, Leute. Haltet mich auf, wenn ich sowas vorhabe. Das geht so nicht. Aber uns fehlen auch noch Beeren. Ich kaufe mir jetzt erstmal Beeren. Kaufen vor allem. Tun wir so, als wenn wir welche kaufen würden. Ich gehe jetzt Beeren kaufen, Bowie. Keine Sorge. Ich pflück die nicht einfach illegal von irgendwelchen Sträuchern. Ich gehe die kaufen. Dabam. Bowie, der Laden hatte schon zu, aber glücklicherweise... Habe ich gemerkt, dass ich noch genug Beeren habe. Super, oder? Also. Ha! Ja. So, jetzt kann unser Kuchen da backen. Dann haben wir Nummer 1 fertig. Wir haben den Kuchen. Dann brauchen wir noch gebratenen Kürbis. Ich habe schon wieder vergessen, wie der ging. Aber den Kuchen haben wir. So. Dann brauchen wir noch... Was, haben wir das auch gekauft? Nein, oder? Wir haben... Ganz kurz mal darüber. Zum toten Pferd. Oh, guck mal, er will irgendwas. Ich gratuliere, eine neue Küche ist eine ziemlich große Sache für unser Dorf. Bald brauche ich neue Zimmer und Tische. Oh, guck mal, er freut sich voll. Ah, oh, guck mal, er hat sich voll gefreut für uns und für sich selber. Also, aber auch für uns. So, davon brauche ich 5. 1, 2, 3, 4, 5. Schon wieder Geld abgesaugt. Aber gönnen wir ihn. Gönnen wir ihn. Der junge Herr, da muss auch bezahlt werden. Der hat ja eine Frau. Das heißt, der ist sowieso immer arm dran. Hier wieder alles verkauft. Ja, aber auch Geld bekommen. Das ist das Gute, wenn man Sachen verkauft hat. Da werden die Kuchen gemacht. Sehr schön. Ich würde gerne hier aussortieren, aber das brauchen wir alles noch irgendwie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber ne, was ist, wenn wir es brauchen? Das Brennholz notiere ich erstmal so.
So. Ich habe Angst, dass ich sonst den Kuchen futter. Das könnte sein. Ich bin verfressen. Können wir hier... Nein. Schlafen? Ja, schlafen. Gehen wir eine Runde schlafen. Vielleicht ist der Kuchen ja komplett fertig. Wann ist denn der nächste Handlungstag? Da. Wir haben also noch genügend Zeit, die Sachen vorzubereiten. Guck mal, nur einen Kuchen muss gemacht werden. Und innerhalb der Zeit können wir dann einfach schon mal hier unsere super tollen 17 haben wir gesagt, oder? Da. Packen das einfach mal in unsere Tasche rein. Wir könnten noch einmal in unsere Tasche sowas Tolles reinlegen. Ist das kaputt? Oh. So, aber unser Kuchen ist fertig. Sehr schön. Unser Kuchen ist fertig. Wir brauchen also noch hier gebratenen Kürbis. Davon brauchen wir wieder so viel. Aber ab und zu kriegen wir dann gute Stücke raus. Wir haben nicht so ein... Oh, guck mal. Wir haben nicht genug Feuerholz. Das können wir ändern. Wir packen das jetzt alles da rein. Das ist uns egal. Rein damit. So, dann haben wir hier... Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das gut rauskommt oder ob das nicht so gut rauskommt. Wir müssen einfach mal testen. Hauen wir einfach mal welche rein und hoffen einfach, dass die schon mal golden werden. Wenn nicht, raten wir einfach nochmal welche. Oh, das reicht leider nicht. Ah, nochmal zurück schlafen gehen. Das ist auch, da ist auch unsere Leiche. Ja. Dann brauchen wir nur noch 16 Leichen. Unsere Karotten reichen noch nicht. Ach, guck mal. Die sind leider nichts geworden. Wir haben aber eine 20%ige Chance, dass die halt golden werden. Leiche. In meinem Keller ist eine Leiche. Und ich werde sie beerdigen. Ich könnte einfach so Leichen verschwinden lassen, oder? Was für ein toller Beruf. Würdet ihr sowas gerne machen? Also Leichen präparieren, damit sie hübscher aussehen? Ich nicht. Ich glaube, ich würde das... Mein Weltbild wäre dann so ein bisschen zerstört. Weil ich möchte in meinem Leben keine Leiche sehen. Wenn ich tot bin, ja, dann ist in Ordnung. Wenn ich tot bin, dann geht das klar. Aber ich finde, wenn ich... Das ist immer so traurig, weil die Leute... Moment. Ich stelle mir Leichen so vor, als wenn sie so ein Stück Fleisch... Als wenn du in den Supermarkt gehst und dann siehst du da so ein Stück Fleisch. Und du weißt, es war mal ein Mensch, aber es ist ja kein Mensch mehr. Es ist eine Leiche. So. Es ist eigentlich nur noch ein Stück Fleisch. Und... Das stelle ich mir irgendwie komisch vor.
Ich möchte sowas nicht haben. Ich möchte Menschen nicht als Stück Fleisch sehen. Kann ich nicht mehrere auf einmal hier... Nein, ich muss ja... Nicht genug Ressourcen. Ja, mir fehlt das eine Dingsi. Bumsi. Das da. Einfache. Moment. Der da unten macht schon wieder nichts. Oh, wir haben aber keine Zeit. Wir müssen damit leben. Das reicht schon wieder nicht. Aber hey. Wir brauchen so oder so noch einen zweiten. Oh, das ist ein gutes, oder? Sonst würde es ja in meine Tasche gehen. Ja, packt es dann mal einfach rein. Ja, guck mal, ist ein gutes. Ist ein goldenes. Mach mal kurz den Schlaf abbrechen. Vielleicht ist das nämlich auch was Goldenes. Nein, natürlich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja genug Kugelbüsse. Wir können ja einfach so lange testen, bis wir was Vernünftiges rausbekommen. Oh. Es hat wieder nichts Vernünftiges. Ist egal, wir haben einen speziellen Chance. Eine neue Leiche. Gehen jetzt halt erstmal hin. Ich freue mich immer, wenn jetzt eine Leiche ankommt. Die Karotten sind leider noch nicht fertig. Willkommen, Freund! In meiner Verarbeitungsanlage. Der neueste Fortschritt. Der neueste Scheiß an Sachen, wir beerdigen Menschen. Ja. Hätten sie nicht gedacht, oder? Sie sind einer der Glücklichen, die hier beerdigt werden dürfen. Obwohl sie ein schlechter Mensch waren und sogar zwei Minusdinger haben. Was mich ziemlich anquatscht. Aber ja, sie haben Glück. Wir haben nämlich so einen ausverkauft. Menge statt, ja, Qualität. Deswegen schmeißen wir einfach jeden in ein Grab rein. Und sie sollten dankbar sein. Sie würden nämlich gar nicht in meinen ultra tollen Friedhof beerdigt werden. Normalerweise würde ich sowas wie sie, so einen Abschaum, einfach verbrennen. Ja, seien sie dankbar. Haben sie nochmal Glück gehabt. Vielleicht müssen wir dann eine Leiche mehr machen oder mehrere. Leichen mehr. Ja. Aber wir haben ja gerade genug Platz. Haben wir ja ausgerechnet. Kein goldenes. Mist. Morgen geht's wieder zum Beten. Oh, lass mich doch das Essen fertig machen. Lass mich doch das Essen fertig bringen. So, machen wir erstmal hier. Ein Stück Marmor.
schon mal das nächste vorbereiten für den nächsten Kunden. Ah, oh, nein. Oh, nö. Gold? Oh. Hoffentlich kann ich die auch so irgendwie loswerden. Golden? Nein. Wieder nichts Goldenes. Was machen wir, wenn da nichts mehr ist? Ah, ich weiß nicht. Hey, komm mit. Mist. Vielleicht könnten wir das verkaufen. Ich weiß nicht. So, wir gehen erstmal beten. So langsam wird es wieder mit der Zeit ein bisschen knapp. Die ist nicht so gut. Was macht er da? Hallo? Das ist mein Friedhof. Was machst du da? Hey. Ah, du bist es. Ich habe mich gerade umgesehen. Weißt du, einige dieser Statuen sind gar nicht mal so übel. Ah ja. Kannst du eine Statue von mir machen? Nein. Für ihr Grab sterben sie etwa? Nein, nein. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um meine heilige Aura weiter zu verbreiten. Oh. Warte, ich habe eine brillante Idee. Ich brauche 3 Statuen. Eine für mein Arbeitszimmer. Die sollte ein bisschen größer sein und so aussehen, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Die zweite ist für die Suppenküche. Die sollte so aussehen, als würde ich Anteil am Schicksal dieser armen Schlucker nehmen. Aber auch so, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Ich gebe mein Bestes. Und die dritte stellen wir direkt vor der Kirche auf. Die soll so aussehen, als wäre ich ein toller Typ, der alle willkommen heißt. Diese Aufgabe ist von höchster Wichtigkeit. Ohne diese Statuen können wir diese große Kirche nicht in eine Kathedrale umbauen. Hallo? Warum? Ich sollte mich nicht aufregen. Einfach geh. Geh mir aus den Augen. Oh, haben wir noch hier ein zweites? Oh, guck mal. Voll gut. Handeln. Kann ich Ihnen was verkaufen? Nein. Ah. Dann gehe ich kurz beten. Ich beruhige mich und rege mich nicht über diese schwachsinnigen Aufgaben auf. Lasset uns beten, dass ich nicht austicke. Ich versuche in letzter Zeit wieder Wasser zu trinken. Sowieso das Beste, aber... Und sich so dran gewöhnen, wieder Süßgetränke zu trinken. Dann will man das weiterhin. Jetzt steht er da rum und guckt sich mein... Das mag ich gar nicht. Geh weg, du Hund. Was? So. Wir machen hier erstmal einen Cut. Ach komm.
mal, ich brauche morgen mal wieder mein Holz irgendwie loswerden. Wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!